wunderschönen Menschen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal PS-Blick. Herzlich willkommen mal wieder zu einem ernsten Video. Ich habe mich lange mit dem Gedanken getragen, ob ich euch jetzt davon erzähle, ob ich den Plan für den Kanal ändere. Ihr habt das ja, wenn ihr schon länger dabei seid, bestimmt mitbekommen. Seit diesem Jahr gibt es weniger Videos, gibt es nur alle zwei Wochen Video. Und jetzt bin ich tatsächlich an einem Punkt, wie es der Titel vom Video schon sagt, Zeiten ändern sich, das Leben ändert sich und ich mache den Kanal seit dreieinhalb Jahren, seit fast vier Jahren, Sommer 2020, wo die Welt in einer Corona-Starre war, habe ich angefangen, mir meinen langjährigen Traum zu erfüllen. Ich wollte schon immer mal was mit Autos machen und wollte schon immer mal Moderator sein. So, was gibt's? Entweder Moderator bei irgendeinem großen Automagazin wie Grip oder Motor 1 oder Motor Vision oder sowas. Oder einen eigenen YouTube-Kanal machen. So, die Connection, um irgendwo ins Fernsehen zu gehen, habe ich nicht. Und ganz ehrlich, in den meisten Formaten läuft auch nicht ganz so das, was ich cool finde. Nämlich das mit den alten Autos, also mit wirklich auch mit dem Herz für die Autos, mit euren Geschichten zu den Autos. Es gibt ganz coole Youngtimer- und Gebrauchtwagen-Formate, aber ich will euch halt das erzählen, was nicht in der Zeitung steht. Ich glaube, das habe ich in den letzten dreieinhalb, vier Jahren ganz gut geschafft, eure Geschichten zu erzählen, das zu den Autos erzählen, was nicht in der Zeitung steht, den ein oder anderen coolen Vergleich, die ein oder andere coole Messung machen, sodass auch Zahlenfreaks und Technik-Nerds und sowas was zu schauen, was zu gucken, was zu erzählen haben. Ja, und jetzt ist aber tatsächlich der Punkt erreicht, dass ich mir überlegen musste, wie viel von meiner Freizeit investiere ich in den Kanal? Wie viel kommt dabei rum? Bin ich bereit, diese Art der Freizeit-Work-Life-Balance weiterzumachen? Oder wenn nicht, was möchte ich stattdessen machen? Es ist in keinster Art und Weise so, dass ich jetzt sage, okay, der Kanal wird sterben, weil ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe noch eine ganze Menge Bock drauf. Aber es ist so viel passiert in meinem Leben, in meiner Freizeit, dass es mir im Moment nicht mehr so leicht fällt, mir die Zeit dafür zu nehmen und dann den Spaß auch daran zu finden, die Videos für euch zu machen, die Videos für euch zu schneiden. So, und ich möchte, dass man es mir in den Videos ansieht, dass ich vor Freude und Enthusiasmus fast aus der Kamera rausspringe. Und ich möchte euch ja natürlich auch mit diesem Spirit anstecken. Wenn wir zusammen im Auto sitzen, deine coole Geschichte erzählen oder wenn du mir zuschaust, vor dem Handy siehst, dann möchte ich dich auch damit anstecken. Und wenn ich das im Moment einfach nicht gewährleisten kann und nicht den Spaß dabei habe, dann gibt es für mich nur eine logische Konsequenz, nämlich absolut ehrlich zu euch zu sein, mit offenen Karten zu spielen und sagen, Freunde, liebe Freunde, die ich gewonnen habe und die da draußen am Bildschirm seit hoffentlich vielen Monaten PS-Blick gucken und mitfiebern und mitlachen. Es kommen noch Videos, das verspreche ich euch, aber unregelmäßig. Es wird kein festes Intervall mehr geben. Ihr kriegt, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke angemacht habt, ihr kriegt eine Benachrichtigung, wann immer was kommt. Es kann aber mal zwei Wochen, es kann mal drei Wochen, es kann mal vier Wochen dauern. Ich mache die Videos so, wie es gerade in meinen Terminkalender passt. Ich mache die Videos so, wie ich gerade Bock habe. Ich mache die Videos so, wie gerade die Autos fit sind. Eigentlich wollte ich heute einen Verbrauchstest mit meinem kurzen machen, mit dem kompakten. Der kommt dann als nächstes oder übernächstes Video. Ich mache das, die Videos einfach so, wie es gerade passt. Ich mache die Videos so, wie es uns gerade passt. Und wenn du jetzt zuguckst und wir beide haben darüber gesprochen, dass wir mit deinem Auto mal filmen wollen, wir machen das auch. Ich kann dir eben nur nicht versprechen, wann. Es ist nicht vergessen, ich habe Anfang des Jahres gesagt, ich mache weiterhin die Videos, wo ich Bock drauf habe, wo ich die Leute cool finde, wo ich die Autos cool finde, wo es eine Geschichte gibt, die ich gerne erzählen möchte. Das bleibt auch so. Ich weiß nur nicht wann. Eine Sache will ich noch mit euch teilen. Das Video soll auch gar nicht zu lang werden. Aber ich mache das immer ganz gerne, so ein bisschen mit euch Klartext zu sprechen. Das mache ich, wenn es um die Autos geht. Dann nehme ich kein Blatt vor den Mund, auch wenn der eine oder andere es manchmal nicht so gerne hört. Und jetzt natürlich auch. Es gibt ein, zwei Sachen im Leben, die ich unglaublich gerne nochmal machen will, die ich austesten will. Das ein oder andere Hobby, dem ich jetzt einfach auch mehr Platz einräumen will und wo ich im Leben jetzt schauen muss, wo kann ich mir mit meinen Zeitbausteinen, die ich habe, so mein Tag hat 24 Stunden, ungefähr 7 bis 8 davon will ich schlafen, weitere 8 bis 9 sind eingenommen durch einen Hauptjob, der mir im Moment auch durchaus noch Spaß macht. Also ich bin tatsächlich in der glücklichen Situation zu sagen, dass ich an meinem Hauptjob im Moment nicht viel ändern will. Das heißt, auf die Art und Weise sind ungefähr 15, 16, 17 Stunden von meinem Tag belebt.
Das heißt, ich habe ungefähr 7 Stunden Zeit für Freizeit. Abzüglich all dessen, was so die täglichen Pflichten erfordern, eine Steuererklärung machen, tanken fahren, Freundin glücklich machen, Geld ausgeben und so. Ne, ihr kennt das. Jeder von euch hat ein Leben, jeder von euch kennt das. Und jeder von euch hat Hobbys, für die er oder sie sich mehr oder weniger Zeit nehmen kann. Und wenn du ein neues Hobby anfangen möchtest, hübsche Miezekatze. Leute, wir sind ein sehr tierfreundlicher Kanal, ne? Ich bremse auch für Katzen. So. Und für Krähen. Worauf genau? Und für Krähen. Ich habe ja nicht umsonst mehrere Krähen tätowiert. Also der ein oder andere, falls schon hier, ihr habt das ja im Laufe des Kanals mitverfolgen können, wie ich mehr und mehr tätowiert bin. Manchen einen wird es gefallen, manchen nicht. Ist vollkommen in Ordnung. Jeder hat seinen Geschmack, soll so bleiben. Manch einer mag auch meinen Bart nicht. Das kann ich bloß sagen. Sorry, Buddy. Aber ohne Bart sehe ich aus wie 16, das will ich nicht. Du sollst mich schließlich auch ernst nehmen. Ich will aussehen wie ein Erwachsener. Nein, Spaß. Also, wenn du ein neues Hobby anfangen willst, und du hast einfach nicht die Zeit in deinem dicht getakteten Tagesablauf, dann schaust du, wo kann ich Zeit runterfahren? Wo tut es mir nicht weh, Zeit runterzufahren, damit ich den Platz finde für dieses neue Hobby? Und so ist es im Moment auch. Ich habe mir überlegt, wie viel Zeit möchte ich noch investieren für den Kanal dafür, dass dann in manchen Videos vielleicht 200, 300 Klicks rauskommen. Das ist halt einfach total schade, wenn ich mir einen Haufen Mühe gebe, wenn wir beide vielleicht vor der Kamera ein total geiles Auto zeigen, total geile Gespräche führen und dann gucken sich das 200, 300 Leute an und ich habe da 5, 6, 7 Stunden dann dran gesessen, bis das Video fertig war. Irgendwann, das kann noch so sehr Hobby sein, aber irgendwann geht euch das auf den Senkel. So, und irgendwann ging mir das auf den Senkel, sodass ich gesagt habe, ich mache weniger Videos, aber dafür umso coolere, mit umso cooleren Themen. Und der Punkt pflanzt sich jetzt so ein bisschen fort, dass ich sage, ich will die Videos immer noch machen, aber es werden weniger Videos sein. Es werden dafür wirklich geile Videos sein mit Themen, die mich richtig interessieren, die euch hoffentlich richtig interessieren, mit coolen Leuten, mit coolen Geschichten. Und aber indem ich die Zeit runterfahre für den YouTube-Kanal, schaffe ich mir Zeit für ein anderes Hobby, was ich gerne intensivieren möchte. Und ich will jetzt mit Absicht auch noch nicht drüber sprechen, was das sein wird, vor allem weil das Video dann auch wieder zu lang wird und weil es eigentlich nicht auf diesen Kanal gehört. Der ein oder andere, der mich persönlich kennt, der Interesse hat, da können wir gerne uns mal bei einem Bierchen hinsetzen. Ich habe durch den Kanal tolle Freunde gefunden, mit denen ich nicht nur über Autos sprechen kann, sondern auch über andere Dinge im Leben, abseits des schönsten Hobbys der Welt auf 4 Rädern. Und dafür bin ich extrem dankbar und trotzdem, da weiß ich auch, dass die Leute das verstehen und verstehen werden und ihr anderen, die mich jetzt vielleicht nur durch die Videos kommt, hoffentlich auch, wenn ihr an euer eigenes Leben denkt. Ich habe durch die Videos immer mehr festgestellt, dass ich einen guten Draht zu Menschen habe, dass ich tolle Gespräche mit tollen Menschen führen kann. Da möchte ich ein bisschen mehr ausufern, ob ich da vielleicht ein Hobby draus machen kann, Menschen helfen kann, einfach mit meiner empathischen Art, mit allem, was ich durch das Leben, durch die Menschen, durch die Erfahrungen, gerade jetzt auch in der letzten Zeit, die für mich unglaublich anspruchsvoll, unglaublich energiezehrend war, gelernt habe. Es gibt noch ein anderes tolles Hobby, was ich in meiner Freizeit mache, was ich mit meiner Freundin auch zusammen mache, wovon wenige Menschen wissen, wovon auch, ja, wer weiß, vielleicht wird mein Gesicht auch in dem Zusammenhang dann mal zu sehen sein. Das weiß ich noch nicht, das sind neue Wege, die ich im Moment jetzt beschreiten möchte und das bedeutet, dass ich von bekannten Wegen den ein oder anderen Schritt weniger gehen werde, aber es ist kein Abschied. Und wer es jetzt noch nicht getan hat, einfach mal im YouTube kurz mal reinschauen, ist die Glocke aktiviert, wenn nicht, dann macht das, wenn euch der ganze Quatsch hier interessiert. Denn der YouTube-Algorithmus, der wird mich natürlich dafür hassen, wenn weniger Videos kommt. Das heißt, dieser Kanal wird durch euch dann weiterleben, indem ihr dran bleibt, auch wenn die Videos sehr seltener kommen und wenn dann vielleicht bloß einmal im Monat ein Video kommt. Vielleicht kommt dann im Winter auch mal wieder öfter eins, da kommt mal eins alle 2 Wochen und so. Ich mache das einfach so, wie ich Bock habe. Und deswegen flammender Appell an euch, guckt die Videos so, wie ihr Bock habt. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Wenn ihr die Geschichten sehen wollt, hören wollt, die ich erzähle, dann bleibt dran. Es wird einmal im Jahr immer eine PS-Blick-Ausfahrt geben. Wer da in der Community einfach mitbleiben möchte, Instagram ist eine Möglichkeit. Bei Instagram mache ich aber auch im Moment nicht mehr so sehr viel.
Es gibt die Möglichkeit, bei Telegram mit mir Kontakt zu treten. Es gibt die Möglichkeit, bei WhatsApp mit mir in Kontakt zu treten. Es gibt eine PS-Blick-Gruppe, wo Termine bekannt gegeben werden. Ich bin auf dem ein oder anderen Autotreffen immer mal, weil es diese tollen Anlässe sind, wie die Classic Love am Schleizer Dreieck, was ich nicht vermissen möchte. Asia Arena möchte ich irgendwann nochmal dabei sein. Also das Hobby geht weiter. Meine Geschichten werde ich euch erzählen. Und aus diesem Video verabschiede ich mich jetzt. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Dranbleiben. Abonniert den Kanal. Ich freue mich, wenn wir uns in den Kommentaren lesen, in den Videos sehen oder tatsächlich mal auf dem Auto treffen, die ein oder andere Runde, die ein oder andere Runde fachsimpeln können, Benzingespräche führen können. Denn das ist etwas, was das Hobby für mich rund macht und schön macht, so rund wie unsere vier Räder, die Autos und die Menschen dazu. Und das seid ihr. Danke dafür. Ich hab euch lieb.